Guten Morgen. Wir machen heute einen kleinen Sonnengruß und ich habe mir gedacht, wir konzentrieren uns mal auf einen bestimmten Punkt. Ich habe dazu mir jetzt mal so ein paar rote Marker hier gesetzt und wenn ihr das gleich nachmacht, dann ist es ungefähr hier, das klebe ich mir jetzt auf den ersten und auch auf den zweiten. Könnt ihr zu Hause auch machen oder ihr reibt den Punkt mal. Das ist Niere 1. Das ist jetzt gerade in der jetzigen Zeit ein total wichtiger Punkt. Das ist nämlich der Punkt, der als sprudelnde Quelle bezeichnet wird. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt in der Zeit, wo es eigentlich darum geht, Ruhe zu bewahren und standfest zu bleiben und halt die Energie sozusagen nicht abzuschneiden, sondern verbunden zu bleiben mit dem Boden, verbunden zu bleiben mit dem, ja, was uns eigentlich wirklich nährt und was uns Energie gibt. Und wenn wir jetzt gleich die Sequenz machen, das ist, wir machen einen ganz kleinen Body-Art-Sonnengruß, ein bisschen abgeändert, dann guckt, dass ihr hier diesen Punkt gut am Boden habt, dass der wirklich gut auf der Matte, auf dem Boden zentriert bleibt. Zum Start kannst du den Mittelpunkt deiner Knie noch mal richtig gut über diesen Punkt schieben und da so ein bisschen kreisen, um ja einfach ein besseres Gefühl zu haben für diesen Bereich. Und es ist auch wichtig, dass die Sprunggelenke ja mehr Festigkeit bekommen und dass du die besser spürst. Wir machen das jetzt in diesem Sonnengruß. In einem späteren Video werde ich auch da ein paar Fitnessübungen zu machen, aber jetzt halt ja, so ein bisschen aus der yogischen und aus der Body-Art-Sicht für. Na, machst ein paar Mal in die eine Richtung, ein paar Mal in die andere Richtung. Sprunggelenke mobilisieren, na, die ein bisschen wahrnehmen. Und wenn du dann das Gefühl hast, du hast diesen Bereich ganz gut, ja, so für dich im Gefühl, dann startest du mit dem Body-Art-Sonnengruß. Zum Herzraum hoch und dann hier richtig schön den runden Rücken. Schiebst auch hier wieder die Knie genau über diesen Punkt. Dann nimmst du deine Arme rauf, kommst hier in die Tiefe, hast den Sturm. Na, und ihr wisst, wir üben immer die schön tiefste Position. Und auch jetzt hier ist der Punkt unter meinem Fuß ganz, ganz deutlich spürbar, weil mir dein Kniemittelpunkt sozusagen genau drüber ist. Und dann gehst du in den Full Stretch und das ist eh schön jetzt, ne, den ganzen Rücken lang machen. Der Tisch für den starken Rücken. Dann setzt du deine Hände und kommst hier in den Hover. Und zum Vorbereiten, jetzt hast du sozusagen den Punkt hinten, den du öffnest, indem du deine Fersen nach hinten schiebst. Das mach ruhig ein paar Mal, dass du da ja noch ein bisschen flexibler wirst im Sprunggelenk eh. Und dann setzt du deine Knie tief, kommst runter, hast die kleine Kobra, gehst dann über den Vierfüßler hier hinten in das V hinein, kannst hier nochmal marschieren und dich noch ein bisschen breiter machen, die Rückseite langziehen. Das kennt ihr alles aus den Stunden. Und jetzt ist die Sequenz, die wir üben, folgende. Du gehst in den Ausfallschritt und hebst dich hier schön über die Seite rauf und gehst in den Krieger 2. Den haben wir im Moment im Programm ja auch, ihr wisst es ganz genau. Die Position, die ihr alle gerne mögt. Und auch jetzt fokussiere ich mich wieder, dass mein Kniemittelpunkt genau über diesem roten Punkt ist. So, ihr verlängert euch. Normalerweise haben wir den Spiegel, jetzt müsst ihr euch eine andere Wand suchen. Und wir gehen in den Halbmond. Und unten der rote Punkt, der hilft mir jetzt, dass ich gut standfest bleibe. Ihr seht, mein Sprunggelenk hat gut zu tun und euer nachher auch, wenn ihr es übt. Du gehst dann wieder zurück und holst dich hinten wieder richtig lang raus, um wieder neu hier in den Hover zu gehen. Und es ist schön, ne? Wir können über die Bauchlage, über die Cobra uns dann wieder in das V begeben. Und machen alles auf der anderen Seite. Hier ist der rote Punkt, der wird jetzt gut fixiert, der Fuß ist hier schön weit offen. Und du hebst dich wieder lang hoch. Geile Sonne heute.
hast dir den schönen Krieger, ne? Kniemittelpunkt ist über dem roten Punkt, du bist mit dem Fuß eher weit gefächert, ne? Dass deine Zehenglieder sich lang spreizen und dann auch hier verlängerst dich wieder, übst den Halbmond. Das ist so wichtig jetzt, standfest zu bleiben, an der eigenen Stabilität zu üben. Kommst wieder zurück und gehst wieder in den Hopper. Und das kannst du machen, solange wie du Spaß hast. Na, von Mal zu Mal, rechts und links und so weiter. Und dann kannst du dir die Schritte hier nehmen, dich aufrichten. Kannst hier hinten nochmal deinen Rücken ein bisschen reiben, ausschütteln, alles locker machen. Und ich freue mich, dass du zugeschaut hast und es wird noch das ein oder andere Video geben und auch die ein oder andere Live-Session. Wir melden uns bei euch. Bis bald.